schreie, wenn jetzt heute Schnee liegt, dann bin ich richtig in Weihnachtsmut und dann werde ich wahrscheinlich auch das erste Mal richtig freiwillig Weihnachtsmusik hören. Dazu guten Morgen zu Vlogmas, Tag 3 inzwischen. Heute warte ich auf den Techniker, der unser WLAN installieren will. Wir haben nämlich jetzt Glasfaser-Internet. Dann muss ich heute Nachmittag in die Uni, aber jetzt schneide ich erstmal den Vlog von gestern. Lena, wie sehr freust du dich über Vlogmas? So sehr! Du warst ganz lang nicht mehr in meinem Vloggo. Ich nenne ihn Lena grüßt euch oder so. Stimmt, in Tilburg. Das ist geiler, weil ich mir jetzt einfacher Titel überlegen kann. Sonst habe ich doch Riesenprobleme und jetzt mache ich einfach, was halt passiert ist. So, ich schmink mich jetzt mal. So, ich bin jetzt all ready, habe wieder 1000 Sachen dabei. Jetzt gehe ich erst zur Post, hole ein Päckchen ab und dann fahre ich zur Uni. Jetzt ist auch schon 2:30. Oh Mann, ey, wo ist der Tag hin? Tschüss, Lena! Have a nice day! Schaut mal, liebe Freunde! Wir haben eine Lichterkette und es ist ganz weihnachtlich. Und jetzt trinken wir hier einen Kaffee und essen Kuchen. Ich freue mich sehr. Freust du dich auch? Ja. So, jetzt bin ich zu Hause. Ich hatte keine Lust, Fahrrad zu fahren, deshalb bin ich mit der Bahn gefahren. Jetzt habe ich Hunger. Ich mache jetzt eine Linsen-Bolognese. Ich habe das Rezept schon mal im Video gezeigt. Das verlinke ich euch unten, weil ich habe gerade getrocknete Tomaten da und das macht es umso geiler. Koche ich jetzt für morgen vor und dabei höre ich den Design Matters Podcast von Debbie Millmans, auch einer meiner absoluten Favoriten. Und zwar die Episode mit Lisa Congdon. Das verlinke ich euch auch mal in den Infobox. Warte, setze ich mich jetzt einfach hier hin und rede mit euch mal über Essen. Ich habe euch nämlich gefragt, ob ihr Wünsche habt, worüber ich sprechen soll. Und eine hatte sich gewünscht, dass ich mal über Essen spreche und über sich selbst finanzieren im Studium. Und genau das spreche ich jetzt einfach mal an. Ja, wo fängt man da an? Ich habe mir ein bestimmtes Preislimit gesetzt, dass ich im Monat für Geld ausgeben, für Essen ausgeben möchte. Da spielt alles mit rein, ob ich essen gehe, ob ich mir selber koche, ob ich in die Mensa gehe oder ob ich zu Hause bin und nichts ausgebe. Und dann ist es mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, es ist gut, also wenn ihr gerade auszieht, so zu schauen, inwiefern gebe ich jetzt Geld aus und dann irgendwie so guten Mittelwert zu finden. Also ja, es kommt natürlich auch darauf an, was ihr ausgibt, wo ihr einkauft. Also wenn man jetzt bei Teegut einkauft, ist es wesentlich teurer, als wenn ich bei Penny einkaufen gehe und so weiter und so fort. Genau, dann plane ich meistens, was ich so koche und koche abends vor, dass ich mir Sachen mit in die Uni nehmen kann, weil ich erstens einfach nicht gerne in die Mensa gehe. Manchmal esse ich da auch, aber dann eher so Beilagenmenüs, wo ich so Salat habe und vielleicht mal eine Portion Pommes. Aber so, das macht mich so müde des Essen und so voll fühle ich mich danach, dass ich einfach lieber zu Hause koche und damit nichts
zu tun habe. Es ist auch viel günstiger natürlich. Also wenn ich für ein Gericht wie das einkaufe, da habe ich ja viel mehr von, als wenn ich für 2-3 Euro in der Mensa jeden Tag essen gehe. Jetzt muss ich meine Nudeln abschütteln. Also ich koche meistens, überlege mir vorher, was will ich kochen, was muss ich dafür einkaufen. Ich glaube auch viel, um Geld zu sparen beim Essen kaufen, ist es, sich vorher einen Plan zu machen, was brauche ich, was kaufe ich. Wenn ich jetzt 2 Kilo Karotten kaufe, kann ich dann damit noch was anderes im nächsten Gericht machen. You get the point. Also ich habe einfach nicht so viel Geld, dass ich jetzt sagen kann, ich gehe immer in den Biomarkt. Ich versuche mein Bestes. Denke, das ist das Wichtigste, dass jede Person ihr Bestes versucht und so regional, fair und bio wie möglich zu kaufen. Aber mit den Möglichkeiten, die die Person hat. Ich versuche mein Bestes, aber ganz oft gehe ich auch einfach zum Discounter. Schaue dann dort, was ist bio, was ist nicht unbedingt verpackt und versuche mich so ein bisschen durchzuhangeln. Und ansonsten Dinge wie Tahin, Mandelmus, Maiswaffeln, Krams findet man ja sowieso nur bei DM und im Biomarkt. Deshalb bin ich da immer für so Special-Sachen. Und ich gehe viel in den Asiamarkt, weil ich dort einfach günstig Tofu und Tempeh kaufen kann. Und Pak Choi und vor allem auch Linsen und Bohnen in großen Verpackungen, weil ich einfach sehr, sehr viel mich von Linsen ernähre. Ja, Hirse und sonst super viel Obst und Gemüse. Und das ist so, was ich dazu sagen kann. Also ich glaube, es ist wichtig, sich Pläne zu machen und irgendwann hat man das so ein bisschen raus. Also ich weiß, was ich brauche, ich weiß, was ich einkaufe in der Woche und das kommt aber alles mit der Zeit. Genau, wenn man da anfängt und sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt und sich wirklich auch hinsetzt und sich die Zeit nimmt abends. Ich meine, es ist 9 und ich koche gerade vor für morgen und übermorgen und überübermorgen. Aber dann habe ich halt Essen und muss mich dann nicht mehr drum kümmern. Genau, bei Plastik versuche ich jetzt auch nochmal gesondert drauf zu achten, weil ich auch die Reportage von Puls gesehen habe über Plastik. Die verlinke ich euch mal in der Infobox. Da geht es so darum, was wird im gelben Sack noch getrennt und was nicht. Zum Beispiel Joghurtdeckel immer abmachen. Das habe ich nie gemacht, weil die durch einen Magneten dann hochgezogen werden, die Deckel, und somit getrennt werden vom unteren. Wusste ich nicht. Also wieder was gelernt und da versuche ich jetzt besser drauf zu achten. Als Plastik habe ich noch große Probleme tatsächlich. Aber ich versuche mein Bestes und ich denke, das ist das Wichtigste. Genau, und zum Thema Essen gehen. Ich gehe so wenig wie möglich essen. Und wenn ich essen gehe, gucke ich auch, dass ich relativ günstig essen gehe. Also ich meine, klar, manchmal gönnt man sich auch mal was. Aber zum Beispiel kann man ja immer gucken, also wenn wir zum Vietnamesen zum Beispiel gehen, gehen wir zum Mittagsmenü, weil das oft bis 15 Uhr geht und man da für 6,50 Euro ein Gericht kriegt. Also irgendwie versuchen so ein bisschen auch sich die Angebote anzuschauen, was ist gerade irgendwie ein Special, brauche ich jetzt unbedingt noch die extra Beilage dazu, brauche ich noch einen extra Dip dazu, das sind halt alles Sachen, die ich mir irgendwie versuche zu sparen. Und ich gehe auch sehr, sehr wenig essen, also ich schätze höchstens einmal im Monat, wo ich auch eher Geld ausgebe für, statt essen zu gehen, ist mit Freunden zu kochen. Und da bringt ja auch jede Person was mit. Und das wird oft auch relativ teuer, aber das ist halt einfach was Schönes, was man sich einfach manchmal gönnen kann. Und ich glaube, da ist es wichtig, einfach eine Balance zu finden. Also wenn ich jetzt jede Woche essen gehen würde oder mir jeden Tag irgendwas gönnen würde, dann wäre mein Geldbeutel ziemlich schnell leer. Und ich bin ein ziemlicher Sparfuchs, das würde bei mir eher nicht passieren. In vielen Supermärkten ist es auch so, dass bestimmte Dinge in so extra Einkaufswagen liegen und die sind dann reduziert. Also es gibt es zum Beispiel hier bei Edeka und bei Tegut und da kriegt man Sachen dann bis zu 50% günstiger, bei Rewe auch manchmal. Und in solchen Kisten gucke ich immer, weil das sind meistens Sachen, die zwar morgen oder übermorgen ablaufen, aber damit ist ja meistens nichts. Wenn ich mir zum Beispiel im Biomarkt dann mal so einen geilen Cashew-Joghurt gönne oder so, dann nur, wenn der irgendwie 50% reduziert ist und bald abläuft. Genau, und das ist, glaube ich, alles, was ich zu dem Thema erstmal sagen kann. So. Es ist gerade schon der nächste Tag, aber ich schneide gerade die Sequenz und mir fällt gerade noch was ein. Und zwar kaufe ich eigentlich immer nach Angeboten. Also ich schaue am Sonntag meistens, was nächste Woche im Angebot ist und kaufe dann
in den jeweiligen Supermärkten die Sachen ein, die im Angebot sind. Und ich glaube, dadurch spare ich auch ziemlich viel Geld. Das ist zwar zeitaufwendiger, wenn man in verschiedene Supermärkte geht, aber auf jeden Fall spart man dadurch Geld. Das fällt mir gerade noch ein, das mache ich auch jedes Mal. Und dann zum Beispiel bei Rossmann gibt es total oft 10%. Oder da ist alle 4 Wochen eigentlich auch 20% auf Enerbio. Und so hangel ich mich so ein bisschen dadurch. Also immer nach Angeboten schauen. Ich mache mir jetzt mein Essen, fülle es in meine Tupperdosen und dann esse ich endlich. So, und jetzt habe ich Essen für die nächsten Tage. Da kommt jetzt noch Hefeflocken drauf und ein bisschen Olivenöl. Ich habe schon wieder vergessen, den Vlog zu beenden, deshalb beende ich den heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Morgen gibt es keinen Vlog, sondern ein Jahresfavoritenvideo. Also bis dahin, macht's euch fein. Bis morgen.